So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Guitar Sound an diesem wunderschönen Sonntag. Ich entschuldige mich nochmal an alle, dass am Freitag kein Mythenvideo rauskam, aber hatte zu viel Stress gehabt und Mythenvideos sind wirklich diese Videos, wo ich erstmal mich hinsetzen muss und erstmal mich hinsetzen muss und recherchieren muss halt. Also recherchieren muss und halt Informationen sammeln muss. Und ja, das ist mir einfach viel zu lang und ich habe einfach viel zu viel Stress in der Woche gehabt. Und die Woche danach wird, also die Woche, die jetzt folgen wird, wird genauso sein wahrscheinlich. Und ja, ich hoffe, ich schaffe es jetzt, einen Mythenvideo an diesem Freitag zu drehen. Ich versuche es, aber ich garantiere für gar nichts. Ich versuche dennoch, Videos in der Woche zu machen und hochzuladen. Und wenn es nicht klappt, tut mir leid, aber ich habe auch Real-Life-Probleme, ne? Und ich kann ja auch nicht jeden Tag an YouTube rumsetzen wie ein Behinderter halt, ne? Ich hoffe, ihr versteht das. Und jetzt kurze Schleichwerbung mal, ne? Ich habe das schon auf meinem Twitter-Account und auf meiner Fanpage hingeschrieben, dass es hin und wieder dazu kommen kann, dass keine Videos an den Tag hochgeladen werden oder veröffentlicht werden halt. Und ja, habe ich auf Twitter bekannt gegeben oder auf Facebook und es gibt immer noch welche, die fragen dennoch oder schreiben in YouTube-Kommentare, wo bleiben Videos oder sowas, ne? Das, ich habe das schon in DYM gesagt und in Resident Evil, also am Dienstag und Mittwoch bei den ersten Videos. Und es gibt immer dennoch irgendwelche Leute, die fragen trotzdem mal nach, ne? Und ja, es ist jetzt keine, also ich möchte euch jetzt nicht beleidigen oder sowas halt. Ich möchte euch nur Bescheid geben, ne? Und ja, Twitter und Facebook-Account, also Fanpage und Twitter-Account findet ihr in der Beschreibung. Und ja, ich habe jetzt ein Haus gekauft für 50.000, für 50 Riesen, ne? Und wieso? Leute, was ist denn los mit euch? Wovor habt ihr denn Angst? Die haben alle Angst vor Boris, oder was? Und ja, die Polizisten sind immer noch immer gechillt auf. Wovor die Angst haben, ist mir schleierhaft, aber... Oh, oh, oh. Runter vom Bike! Ich hab nichts getan. Keine Sorge, Officer. Officer. Ah, scheiße, zwei Fettärsche auf einmal. Es gibt... Alter. Nein. Oh, fuck. Scheiße, die kommen wieder. Fahr, 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 CJ. Gib Gummi. Wir müssen den... Ah, scheiße, Dreck. Okay. Anscheinend haben wir jetzt keine Bankraubmission mehr in Four Dragons Casino. Was bedeutet, dass wir jetzt Caligulas, also in Caligula die Mission jetzt erledigen müssen für Ken Rosenberg, Mecca und Kent True. Scheiße. Ken Paul! Genau, Ken Paul. So hieß der Typ von GTA Vice City. Ja. Der hat sich aber ganz schön verändert, genauso wie Ken Rosenberg. Ken Rosenberg hatte damals in den... spielt GTA Vice City in den 70er Jahren? Ich glaube schon, aber da hat er so eine wunderschöne Frisur gehabt. Und jetzt hat er so... so eine... Frisur halt, ne? Weil die Frisur hat eine eigene Gattung. So. Wir sind jetzt hier im Caligulas Casino. Müssen aber natürlich erstmal reingehen, bevor wir Missionen machen können. Ich hoffe, da ist die gleiche Musik wie in einem anderen Casino. Ich höre. Boah, die Musik ist einfach nur so geil in diesen Casinos. Boah. Und dann? Intensive Care. Oi, Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's happening? Hey, there's some top fanny down at that pool, Pabsy. Oh, leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay, I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab and everything went to shit, but so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again.
And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, let me think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay? I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now, the Ferrellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete. Okay, okay, relax. I'm gonna shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing! Such dir ein Gefährt und hole Johnny Sindaco aus dem Krankenhaus ab. Ich hab doch schon ein geiles Bike, das reicht schon. So here I am, about to try and rescue some guy that's scared half to death. If he wake up through all this, I'm screwed. Scheiße, ja. Das war. Das war der Typ, den ich. Zum Glück habe ich das nicht kennengesagt. Jo. Also der Typ anscheinend, okay. Aha. Jetzt ist alles verständlich. Okay. Hello, sir. Can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. So, da sind wir wieder zurück und ja, ich hatte gerade eben eine kleine Unterbrechung gehabt, aber wie es so aussieht, wurde er von der Ferrelli-Familie schon in einem Krankenwagen schon entführt sozusagen. Oder sind das jetzt wirklich Sanitäter, die ihn jetzt abgeholt haben? Oder ist das die Ferrelli-Familie, die ihn abgeholt hat, um ihn dann später auszuschalten? Das werden wir jetzt herausfinden. Da ist schon mal der Erste. Ramm den Kranken und achte darauf, wie der Fahrer reagiert. Okay. Oh, okay, das sind normale Sanitäter. Der hier ist echt. Okay. Die Mafia wurde durch einen Notruf aus dem Krankenwagen alarmiert, den du eben gerammt. Fuck it. Fuck it. Jetzt ist es. Finde den Krankenwagen, den die Mafiosi wirklich genommen haben, bevor sie hinkommen. Scheiße. Das sind zwei Stück, einer rechts, einer links. Ich vertraue jetzt einfach mal auf mein Glück. Wenn es jetzt der nicht ist, bin ich am Arsch. Yep, dann bin ich am Arsch. Mal gucken, ob es der ist. Wer weiß. Der scheint der Kranken zu sein, der Johnny abgeholt hat. Zerdelle ihn ein wenig, um die Mafia zu zeigen, dass du es ernst meinst. Okay. Ich mein's ernst, Bitches. Scheiße. Natürlich habe ich einen Stern. Ja, okay. Das ist ja. Okay, das war versteckt. Ich glaube, darauf zu schießen ist keine so gute Idee. Aber YOLO. Fuck it. Motorrad war wirklich eine sehr schlechte Entscheidung gewesen. Steig doch! Ich muss die... Also Motorrad war wirklich eine sehr schlechte Entscheidung gewesen. Fällt mir jetzt gerade auf. Fuck it, ey. Wie oft soll ich den noch rammen, um zu zeigen, dass ich es ernst meine? Ich habe schon Dutzende von meinen Kugeln auf den geschossen. Okay, ich brauche einen Wagen. Raus! Sofort! Bam in your face! Fahr los! So, jetzt können wir den aber auch vernünftig rammen hier. Ohne vom Motorrad oder so abzustürzen. Komm schon. Wie ernst soll ich das noch meinen?
Jetzt. Her damit! Her damit! Lasst mich. Oh, steig schnell den Krankenwagen, bevor Verstärkung eintrifft. Ich. Scheiße. Der erste ist schon mal tot. So, der zweite ist tot. Stell den Krankenwagen rein. Fahr Johnny zu der Fleischfabrik. Okay, da okay. Wird getan. Okay, das ist ein Unfall. Alarm, Alarm, Alarm. Wir haben ein... Lebt er dort? Okay. Wenn er mich sehen wird, dann gibt es erstmal Schläge. Von dem zu mir. Scheiße, ey. Ja, super. Also, zum Glück hat er nicht gesehen, wer jetzt im Krankenwagen jetzt hier sitzt und ihn zu der Fleischfabrik fährt. Ah, sieht aus, als wäre Verstärkung eingetroffen. Bring Johnny zu der Fleischfabrik. Okay. Die Verstärkung ist jetzt da. Die wollen jetzt meinen Arsch aufreißen. Hey, Nurse! Ja, es ist alles gut. Wir müssen hier gerade noch kurz ein bisschen Tempo einlegen. Da sitzen so ein paar Typen bei uns am Arsch und die wollen uns töten. Und deswegen müssen wir jetzt so schnell wie möglich von hier wegkommen. Ich bin der beste Fahrer, den es jemals gab. Aber wieso rufen sie nicht die Polizei? Ist schon egal. Ich schaff das schon, keine Sorge. Er weiß nicht, dass ich das bin. was war das für eine Stimme gewesen? Ach, gar nichts. War nichts gewesen. Hey, Johnny, how you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. $5,000 und Respekt, Bitches. So, und jetzt haben wir gerade... Officer Team Penny und seine fucking Bande ist jetzt dort. Und der, von denen muss ich jetzt auch Mission machen. Ne, ich möchte erstmal die Caligula-Mission hier machen. Officer Team Penny kann schön warten, dieser Drecksack. Na, wen haben wir denn da? Sag mal, wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Ne, da kommt er hier nicht rein. Oh Mann. Ich hab einfach nur zu viel Spaß am Leben. Und zu viel Stress in der Woche. Ja. Was ist das denn eigentlich hier? Achso, okay. Aus der Bahn. Nee. Also hört mal. So ein Verhalten dulde ich hier nicht. In Las Venturas. So. Warte, jetzt ruft jemand mich an. Okay, doch nicht. Dann gehen wir jetzt rein und genießen wir die wunderschöne Musik. Was ist schon wieder dieser Mafiosi? Na, alles fresh? Der Meat Business. The good doctor has revived the patient. Thank you. Sweet thank has my you, son. Sweet. So everything straight now? No! Absolutely not! I'm still screwed! Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind! What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall! My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes, grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this town up. That's what I'm saying. So where we going? Details! Details! Let's just get there! Rack 'em up, Macca. What's the matter with you? Bring Rosenberg zu dem Schlachthof. Okay, also. Okay, wir nehmen den Krankenwagen hier. Ist doch sehr nett, ne? Kannst du einschicken. Okay, boss man. Where to? We're gonna pay the Sindacos a visit. See how Johnny is. Win him over with some kind words during his convalescence.
I gotta get out of this game. Shit, my nose is pissing like a racehorse. That is really good stuff. Drive faster, would you please? Come on, come on, come on. What are you, an old lady? So you trying to get out? Yes, God, yes. I want to do something safe and legal and okay, dann people nicht. That like me and have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Thanks, I'm just so tired of all this life and death bullshit. Ah, shit, shit's all down my damn shirt and everything. It's my best shirt too. Doesn't this shirt look good on me? Oh, scheiße, tut mir leid. Bullen, ich wollte euch nicht rammen. Hehehe, oder vielleicht doch. Zumindest haben die meine letzten Sätze nicht gehört. Sonst wäre ich jetzt am Arsch und würde jetzt für 5 Jahre im Knast sitzen oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es in Amerika war in dem Jahr 1992, ja, scheiß drauf, ey. Okay, let's get this over with. I'm the boss, I am the boss, I'm the boss, I am the boss, yeah, yeah. Los geht's. Zindako-Schlachthof. What's going on? You forget something? No, look, you go on in, I'ma wait. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please. Please, please. Okay, okay, chill. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. I am the boss. Hey, boys. Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So, how's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah. He ate something this morning. Oh. Hey, Ken. Oh, my Christ, this fucking thing. Ken, como esta? How you doing? Pretty good. And you? Still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh, my head. Oh, God. It's him. Oh, my heart. Damn, that nigga fucked up. Holy fuck. Wir sind am Arsch. Anscheinend hat er einen Schlaganfall bekommen, als er mich gesehen hatte. Fuck. Wir sind sowas von am Arsch. Fuck. Ken, ich hab dich immer geliebt. Das wollte ich dir sagen. Shit, they started a fire to keep us back. There must be an extinguisher somewhere. Fine. Carl, no way it's just niemand wird Ken umbringen. Kapische? I got the extinguisher, I got the extinguisher. I ain't coming out till it's safe. Gut, hast du wenigstens was. Und wenn ich auch was. So. Oh, scheiße. Take those guys out and I'll put out the flames. Okay, okay. Fuck it. That's very kind of you. Ich kann das nicht, scheiß drauf. I'm gonna start up the meat track. Lauf, 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 lauf. So, wir schmecken euch Granaten. Ups, tut mir leid, Ken. Oh, ich habe jemanden am Kopf getroffen. Oh mein Gott. Das war Skill. Hoffe ich. Ja. Ja, ja, das war Skill. So, du bist tot. Ken! Sag mal, bist du behindert? Das Feuer ist schon aus. Und der macht toll. Da steht noch einer. Da ist noch einer und da ist noch einer. Die hole ich mir alle. I've got all the bitches in the club. Versteck dich hier.
Ich mach dich. Okay. Ken bleibt so lange da drin. Ich weiß. Sag mal, verlierst du. Oh, Scheiße, er verliert. Ich hab gedacht, ich könnte ihn da drin lassen, aber nein. How you get locked in there, dude? Ich hab ihn eingesperrt. So exciting, Tommy. It's like old times. Who the fuck is Tommy? Oh, jetzt hat er eine Anspielung an Tommy gemacht. Tommy Vercetti. Oh, fuck this shit. Das war jetzt so eine Anspielung auf Tommy Vercetti gewesen von in GTA Vice City hieß er der Protagonist. Headshot. Ja, mach ich doch, die ganze Zeit. Sag mal, was macht ihr denn da drin? Who the fuck is Tommy? Erstmal sowas hier rausgeschissen. Ach, fuck. Verdammt, ich möchte immer noch zwei Uzis haben. Ich muss immer noch ein bisschen mit dem hier trainieren. Gute Einstellung. Alle Zeugen sind tot. Geh zum Au. Yeah. Okay. Komm schon. Ach ne, echt? Ich stehe hier schon. Komm schon, Rosenberg. Handele, handele, handele. Komm, schneller. Schaffst du schon. Und ich bin nicht Tommy Vercetti. Verstanden. Fahr Rosenberg zurück zum Casino. Okay. Johnny ist jetzt an einem Schlaganfall gestorben. Nice. Shit, we gotta get the fuck out of here. We need some wheels. Get me back to Caligula's. You calm down and follow my lead. Holy fuck, man. We work well as a team together, huh, CJ? You and me tearing this town up? Nobody can stop us. Nobody in the world. Johnny's a done deal, and so is his gang. Too fucking right they are, dumb pussies. Oh, fuck, I'm screwed. I'm fucking screwed. What the fuck am I gonna do? Shit, shit, shit! You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Nah, man. They gotta think you dead. I'll think of something. I promise. Okay, die Sidako Family ist aber wirklich, wirklich, wirklich tot. Oder haben die noch irgendwelche Connections irgendwo noch? Wer weiß? Ja, okay, es wäre eigentlich ziemlich schlau, wenn die noch irgendwelche Connections haben. Oder wenn das nur ein Teil der Familie war und nicht die komplette Familie. Wenn das die komplette Familie war, dann sind die dumm. Get in there and be cool, like you just been out for a relaxing drive or something. Calm, yeah, calm. I'm calm, real fucking calm. I'm calm, Mr. Calm, Mr. Calm. That's me, Mr. Calm. Hey. $8,000 und respect, Biatchas. Oh yeah. Wir machen noch eine Mission und dann war's das auch, glaube ich schon. Die hört sich sehr viel versprechen an, aber ich möchte dieses Motorrad da haben. Scheiße. Ich will das da haben. Fuck! Gut. Lauf weg. Dankeschön. Oh, jetzt kann ich wieder Triadenmission machen, okay? Aber ich mach die. Triadenmission. Ich schätze mal, diese Mission mit den Triaden, da wird ein bisschen dauern. Deswegen mache ich erstmal das hier. Oh, ich erinnere mich wieder an diese Mission. Mad Dog! Jump! Come on, jump! Come on, man, jump! Oh, you got it! Hey, what's happening? Who's the idiot? That's some washed up rapper. It's Mad Dog. Used to be a real chart topping cat, real player. Mad Dog? Jump! Oh, man. Jump! Come on! He lost all his money in the casino and went botso. Hey, Mad Dog! What you doing up there, fool? Come on, come on, do I know you? Already. Don't be a wuss. I don't think so. Come so on, shut jump. The fuck up. This is the end. So far. No, dog. Get a grip, dude. Get a grip. You still got it? You still gangster? I don't give a fuck no more. My manager got killed. Some asshole stole my rhyme book. Shit is rough. All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name is. Some fake ass gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Come on, dog. You just need a new manager, baby. You looking at it? I hate y'all. Just come in off that ledge, hey, man. Hey, don't talk him out of jumping. We got good money on this. Yeah, good odds too. Damn, this town is cold.
Man, jump! Hey, you better fuck away! Stay the fuck away! I'm the best rapper in the universe! I'll jump! Oh, hell no! I gotta catch this fool! Mad Dog, spring nicht. Suche einen Weg, Mad Dog zu retten, bevor er springt. Fuck it. Nimm den Van, der um die Ecke steht, um Mad Dog zu retten. Ja, das passt auch perfekt. Bitch, ich brauch mal kurz den Van. What the fuck you doing? Verpiss dich, ich brauch das. Wie schon gesagt, ich brauch das. You won't be needing those fancy clothes. Stay back. Nein, spring nicht, du Idiot. Fang Mad Dog auf, wenn er springt. Shit. Okay. Digga. Wer, du machst jetzt irgendeine Scheiße. Can I get your sneakers? Nein, Mad Dog. It's time. I'm gonna do it. Mad Dog, lass den Scheiß. Mad Dog, du Idiot. Ich hab dich gefangen. Scheiße! Fahre Mad Dog vorsichtig in die Klinik. Jede Erschütterung mindert seine Überlebenschancen. Second to nobody else, homeboy. And the name's Carl. Thanks, Carl. Mad Dog, komm, du überstehst das. Du hast einen neuen Manager vor dir. Und OG fucking Lock werden wir dann später auseinandernehmen. Wie ein Hühnchen. So eine Pussy. Ich hätte dir niemals helfen sollen. Aber die Mission hat mir gesagt, ich soll es tun. Wenn die Mission sagt, ich soll OG Lock helfen, dann muss ich OG Lock helfen. Und jetzt ist meine Bestimmung, Mad Dog wieder zu helfen. Dafür muss man OG Lock dann später leiden. Scheiße, ich verrate meinen eigenen Bro. Eigentlich verrät man keine Bros, aber... Fuck this shit. Scheiße. Ich muss da durch. Aber dafür muss ich den Zaun rammen. Es tut mir leid, aber es wird gleich vielleicht ein bisschen wehtun. So, wir sind da. Hey, get yourself straightened out, then we can get you back in the studio. Carl. What? When I get clean, I'm gonna need a new manager. Thought I might look you up. Yeah, you do that, homie. Respect plus Biatches. So, das war's dann schon mal von diesem Part. Wir sehen uns dann zu meinem nächsten Part von GTA San Andreas wieder. Bis dann. Penner. Sind 6 Minuten. Soll ich euch was sagen? Verpisst euch von mir. Do you speak shotgun? Do you speak shotgun? So, oh. Dankeschön, Kumpel. So, jetzt möchte ich gerne mein Motorrad wieder nehmen. Wo kommst du? Und die Penner, nee, die Penner wollte ich eigentlich umklatschen, aber scheiße. Wie läuft die Zeit davon? Ja, in 5 Minuten und 35 Sekunden schaffe ich noch, das letzte Loch zu bekommen. Ist kein Problem.